Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 495 am Dienstag, den 9. April 2024. Es ist 22.30 Uhr und wir haben 6 Grad Außentemperatur in Schotten. Ja, ich bin noch immer am gleichen Platz, beziehungsweise wieder, denn ich war zwischenzeitlich noch mal unterwegs in 2 Werkstätten. Doch bevor ich das gemacht habe, war der britische Automobilclub AA da, den ich natürlich über den ADAC angefordert habe. Also ich habe im ADAC Hilfe angefordert und im Ausland schicken die natürlich dann keine eigenen Fahrzeuge, sondern eben die Automobilclubs, die dann mit in diesem, ja, in diesem Kreis mit drin sind und beauftragen die dann. Das war auch ein ganz freundlicher und hat dann die Batterie gecheckt. Ich habe heute relativ ausführlich darüber auf Instagram und Facebook berichtet. Vielleicht müsst ihr da einfach nochmal reinhören, weil ich will jetzt den Podlog nicht nochmal sprengen. Vielleicht als Quintessenz, ich habe eine neue Batterie bekommen. Die alte war wirklich komplett Schrott, aber war nicht der Fehler. Das heißt, sie ist kaputt gegangen durch diese Überladung. Und man vermutet jetzt, dass es die Lichtmaschine ist und ich muss jetzt eine Werkstatt finden, die mir, ja, die das durchmisst und guckt, ob es wirklich die Lichtmaschine ist und eventuell dann die Lichtmaschine austauscht. Ja, das muss ich jetzt gucken, dass ich morgen eine Werkstatt finde. Ich habe heute, wie gesagt, nochmal 2 angefahren, darf aber jetzt auch nicht so viel fahren, weil sonst geht die neue Batterie ja auch wieder kaputt. Ja, deshalb werde ich morgen jetzt telefonisch Werkstätten anrufen und versuchen, irgendwo Hilfe zu bekommen. Also es ist echt ein bisschen verzwackt. Ich bin auch leicht, ja, wenn nicht sogar stark genervt davon, dass es so schwierig ist, Hilfe zu bekommen. Ja, es ist wirklich schwierig. Also insgesamt habe ich jetzt 5 Werkstätten durch und den ADAC und eventuell muss ich morgen sonst den ADAC nochmal kommen lassen, dass die mich in eine Werkstatt vermitteln oder dorthin schleppen oder keine Ahnung. Also ich habe heute über die App die Hilfe angefordert und dann kam ein Rückruf und wurden halt die Daten nochmal abgeglichen und gefragt. Vielleicht muss ich morgen sonst einfach mal in der Pannenhilfezentrale in Deutschland direkt anrufen und den Sachverhalt klären. Weil das geht ja so nicht. Also das muss ja irgendwie Hilfe her. Aber ich werde jetzt erstmal hier lokal versuchen, die Werkstätten ja ranzukriegen, dass mir da jemand hilft. Und dann werden wir weitersehen. Tja, so ist es. Leider ein sehr unbefriedigender Zustand, muss ich sagen. Aber gut, ich weiß, es wird weitergehen, es wird gelöst werden. Und irgendwann in den nächsten 2-3 Tagen wird das hoffentlich dann erledigt sein. Das hoffe ich zumindest, dass es jetzt nicht noch eine Woche dauert oder so, bis ich endlich dann einen Termin kriege hier irgendwo. Ich habe dann heute bei einer Werkstatt zumindest mal meinen Wassertank halb auffüllen können und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich werde berichten. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.